Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute geht es mal darum, wie man im Gambio Eigenschaften anlegt, Optionen und so weiter. Und ich denke, da gehen wir direkt mal in den Job rein. Keine Zeit zu verlieren. Wir sind jetzt hier auf einem aktuellen Job. Na, wie er nach der Installation aussieht. Das ist die Version 4.9.4.1. Und es geht einmal um diese Eigenschaften, ne? Zum Beispiel Größenänderung, Farbe und das wäre eine andere Darstellung. Wir schauen uns das mal direkt in diesem Artikel an, wie das angelegt wurde. Also erstmal gehen wir ganz runter und wird mal zeigen, der Preis ist hier pauschal angegeben. Und dann haben wir hier oben Varianten. Dort sind jetzt schon die Varianten drin, die global angelegt wurden. Nämlich hier. Und dort wurde bei manchen Artikeln dann auch der Preis noch hinzugefügt. Preis aus Artikelberechnung. Beziehungsweise nicht hinzugefügt, der wurde global angelegt. Das zeige ich dann gleich. So, da können wir was ändern. Dann haben wir noch die Zusatzoptionen. Ich gehe mal ganz kurz in den Artikel noch mal rein. Das war jetzt halt weg. Das war jetzt die Schuhgröße in dem Fall. Die Schuhgröße ist hier. Hat natürlich nichts mit dem Artikel zu tun. Ich habe das bloß mal so zur Darstellung gebracht, wie man das halt machen kann. Ich hatte mir zum Beispiel dann die Größen nebeneinander schön sortiert. Das wäre dann über die Zusatzoption in dem Fall realisiert. Wir hätten noch, wenn es ein Download-Artikel wäre, hier noch die Möglichkeit, Downloads hinzuzufügen. Die müssen auch vorher angelegt werden und dann könnte man die hier noch hinzufügen und dann kann man nach dem Kauf dann entsprechend den Download-Artikel runterladen. Ja, nun machen wir mal ganz kurz eine Wende und zwar unter Artikel Optionen. Hier ist die globale Ansicht der einzelnen Möglichkeiten, die es gibt. Hier haben wir zum Beispiel die Größe, die wir gerade schon hatten mit SML. Ja, das wäre dann da hier. SML. L hat hier 5 Euro. Das wäre hier. 5 Euro Bruttopreis. Die anderen beiden Artikel waren hier mit 0, würden quasi in dem Artikel dann hier mit dem vorgegebenen Preis von 15 Euro rübergehen, währenddessen L dann entsprechend 5 Euro mehr sind. Ja, wie machen wir das jetzt? Legen wir mal einen neuen Artikel an, beziehungsweise eine neue Option erstmal. Gehen wir hier auf Optionen. So, was nehmen wir da Schönes? Ja, keine Ahnung. Test Größe, damit es nicht doppelt ist. Ganz wichtig, immer auch in Englisch noch einzuschreiben. Natürlich in Englisch, ich habe es jetzt bloß mal so gemacht. Und hier haben wir dann die Möglichkeit zu wählen, wie es aussehen soll. Also eingerahmter Text, das wäre dann das, wenn es nebeneinander steht. Können wir dann nochmal zeigen. Dann haben wir noch den Dropdown, das ist das übliche Menü, was nach unten aufgeht. Als Bildchen nebeneinander, das wäre dann zum Beispiel wie hier. Dann haben wir Radio, das ist dann wie dieser Button vorne dran, diese Checkboxen. Und nur als Text nebeneinander. Oder? Ja. Wir machen das einfach mal mit. Ja, wir machen mal einen Standard-Dropdown. Speichern das. Und hier können wir jetzt einzelne Werte anlegen. Indem wir auf den Stift gehen. Halt, Stopp. Text hier ran. Einzelne Werte. Größe 1 zum Beispiel. Das kopieren wir, wie gesagt, dann hier rein. Hier könnte man ein Bild dazu laden, eine Artikelnummer. Die ist nicht Pflicht. Das Gewicht ist Pflicht. Wenn es 0 ist, ist es 0. Hier kann man das dem Preis vorgeben. Erstellen. Dann machen wir mal noch einen zweiten dazu.
So, 20 Euro erstellen. Jetzt gehen wir einfach nochmal in unseren Artikel rein. Und haben jetzt hier die Varianten, ne? Das gespeichert. Haben jetzt hier die Varianten. Und da tun wir einfach mal alles, was hier drin ist, löschen. Denn man kann leider nichts hinzufügen. Deshalb machen wir einfach mal alles weg. Da war vorher die Größe, die lassen wir mal und das ist unsere Testgröße. Man kann jetzt einfach einen Haken vorne setzen, dann ist alles ausgewählt oder man geht auf das Plus und markiert dann hier, was man haben möchte. Ne? So. Ausgewählt, das geben wir auf Varianten automatisch erstellen. Da wird das dann Ganze automatisch sortiert, welche Möglichkeiten an Kombinationen es gibt. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich habe meine eigenen Kombinationen und gehe auf manuell erstellen. Und dann müsste man jetzt hier schauen, was da zusammenpasst. Testgröße und Größe. Das sind unsere zwei Varianten, die wir hatten. Was passt zusammen? Also meinetwegen S passt nur mit Größe 1 zusammen. Und so weiter und so fort. Das könnte man dann anlegen. Kollektion ist es dann, müsste man hier schauen mit die Bilder, die man vorher hochgeladen hat oder dann hochladen kann. Speichern, schließen, wäre die erste Kombination und dann könnte man noch eine zweite hinzufügen, S. Oder machen wir mal was anderes, machen wir mal M und die 2. Speichern. Und im Produkt hätten wir jetzt die Kombination S. Und das geht jetzt quasi nur noch mit dieser Größe. M könnte man jetzt auch nicht mal wählen. Das wäre das dann hier. Oder wie gesagt, man macht das einfach automatisch, wenn man von vornherein gar keine eigenen Kombinationen erstellen möchte, sondern wenn alles möglich ist, dann macht man das automatisch. Und dann sieht die ganze Geschichte so aus. Es, wobei das ist möglich. Ja, im Grunde war das eigentlich schon das Hauptsächliche. Wir haben jetzt, wie gesagt, ja doch die Zusatzoptionen. Tue das mal hier löschen. Das sieht ja quasi so aus, wenn der Shop noch leer ist oder wenn die Zuweisung noch leer ist. Und hier können wir dann eben auswählen, auch vom Prinzip, wie vor uns das schon war. Man könnte dann hier die einzelnen Farben wegstreichen, was man braucht und was nicht. Und das, was man halt möchte, verschiebt man hier rüber. Speichern. Und dann kann man das auch noch hier verschieben, welche Reihenfolge man möchte. Auch in der jeweiligen Auswahl kann man dann auch noch mal hier schön verschieben, was man braucht. Man kann dann hier, wie gesagt, die Preise und Gewichte und so weiter, Lagersatz, Lagerstand hinzufügen und das Bild. Ich habe es vorher nichts hochgeladen. Kollektion heißt eben, dass man mehrere Bilder auch hochladen kann. Zu einem Produkt, zu einer Farbe zum Beispiel oder zu einem Produkt oder zu einer Ansicht, je nachdem. So, das sieht dann im Shop, haben wir langsam durcheinander, so aus. Größe 2, glaube ich, das Bild. Da ein Bild. Wo hatte ich denn das Bild? Weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ja. Jetzt nochmal die Frage des Unterschiedes zwischen diesen Varianten und Optionen. Da löschen wir einfach nochmal alles, dass man das schöner sehen kann. Und zwar's, fangen wir mal mit den Varianten an. Also der Artikel ist quasi jetzt leer, ne? Ist nur noch der Artikel da.
ohne Optionen. Und jetzt da fügen wir mal zum Beispiel die Größe hinzu wieder. Automatisch hinzugefügt. Und dann sieht die ganze Geschichte so aus. Bitte wählen. Und hier ist dann der Preis als plus 5 Euro. Wenn wir jetzt Zusatzartikel wählen, Farbe hat man gehabt, hat man die Farbe, nee, wir hatten die Größe. Größe, genau. Gehen wir die Farbe rein, genau. Zack. Da sieht es das erste Mal von vornherein so aus. Weil die Farbe, das ist nochmal, das ist in der globalen Übersicht nochmal drin, die Farbe ist hier und dort wurde dann quasi als Bild gewählt. Ne? Dann sieht es quasi dann so aus. Jetzt 2 Euro haben wir schon bei Schwarz, sehe ich gerade. Ja, man kann es blöd darstellen. Also ich gehe mal einfach nochmal in diesen. Mal hier, hier sind wir. Ich möchte es mal anders zeigen. Das war so als Dropdown, damit es mal gleich ist. So. Wir haben jetzt hier quasi, hier bitte wählen. Und hier ist schon was vorgewählt. Ne? Also bei den Zusatzoptionen ist gleich das erste ausgewählt. Währenddessen bei den Varianten bitte auswählen, nichts vorgewählt ist. Dann haben wir die restliche Ansicht natürlich dann gleich. So. Haben wir es jetzt? Ich denke, es müsste so eigentlich verständlich sein. Wenn noch Fragen sind, bitte in den Kommentaren. Ich beantworte es dann gern. Ansonsten denke ich, war es das erstmal mit dem Video und freue mich dann auf jeden Kommentar, auf jeden Like. Teilt es gerne und dann bis bald.